Willst du unsere Gäste nicht vielleicht doch in sowas bezaubern? Nee, definitiv nicht. Und wieso Gäste? Ich dachte, wir wollten einen kleinen Kreis feiern, nur die Familien. Machen wir auch. Apropos Familie. Was ist mit deinem Vater? Ist immer noch dagegen, dass wir heiraten? Papa braucht noch ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass ich ihm eine Schwiegertochter ins Haus bringe. Hi. Hallo. 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 Was schaut ihr euch da an? Hochzeitskleider. Ihr macht also wirklich ernst? Ja, wir heiraten. Aber nicht in sowas. Ach, schade. Paul, guck mal. Sorry, aber ich muss noch Hausaufgaben machen. Ich bin dann oben. Oh-oh. Fettnapf. Sag mal, Lisa, möchtest du unsere Brautjungfer werden? Super gerne, cool. Na siehst du, einen Fan haben wir schon. Wenn es erst soweit ist, dann freuen sich die Brandner-Männer garantiert auch für uns. Ja, das wäre schön. Es wird schön. Der schönste Tag in unserem Leben. Und das hier? Also ich weiß nicht, warum geht nicht ein einfacher Walzer? Das ist so langweilig. Carla von Lahnstein? Oh, Mr. Pendleton. Hallo. Just a second, please. Kannst du das bitte leiser machen? Das ist New York. Mr. Pemberton, I'm sorry for the interruption. What can I do for you? Grabesstille. Was passiert? Name, Papst. Hi. Arno, du bist doch ein Mann mit Geschmack. Muss ein Brautpaar unbedingt so einen verschnarchten Walzer tanzen? Wird nicht auch was Flottes gehen, ein Tango oder so? Yes. Was das betrifft, dürft ihr mich nicht fragen. Na? Nacht. Heute ist echt nicht mein Tag. Ich habe gar nicht an den Stress mit Elisabeth gedacht. Klar, dass Arno da okay nichts von Hochzeiten hören will. Es ist nicht deine Schuld, Lisa. Wieso, was ist denn? Mein Vater hat ein anderes Problem. Du arbeitest noch. Ich hätte ja was mitbringen können. Ich habe extra Pause gemacht. Ich wollte mit dir reden. Ich verstehe nicht, warum du gegen die Hochzeit bist. Ich dachte, du magst Carla. Ich mag Carla. Ja, und warum bist du dann plötzlich gegen unsere Beziehung? Bin ich gar nicht. Aber im Ernst zu sagen, eine Hochzeit muss das... Ich liebe Carla. Du glaubst auch immer, dass das nur eine Phase ist und ich früher oder später wieder einem Mann in die Arme falle. Tja, glaube ich allerdings. Warum redest du da nicht Klartext? Du hast doch ein Problem damit, dass ich lesbisch bin. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet du so chauvinistisch bist. Darf ich vielleicht auch etwas sagen? Ich versichere dir, ich hätte gelernt, damit zu leben, wenn du lesbisch wärst. Ich glaube nur einfach nicht, dass du es bist. Ich weiß es nicht. Jetzt hör mir doch zu. Du hast in all den Jahren unglaubliches Pech mit Männern gehabt. Zuletzt mit Alex. Da ist es kein Wunder, wenn du die Nase voll hast von diesem Geschlecht. Das ist nicht wahr. Irgendwann, davon bin ich überzeugt, wirst du diese Enttäuschungen überwunden haben. Na, wie reizend. Ja. Irgendwann wird wieder ein Mann in dein Leben treten, mit dem du glücklich sein kannst. Das hast du die ganze Zeit über gedacht? Ich gebe es zu, ja. Und ich hatte gehofft, du freust dich für mich. Dass ich die Frau heirate, die ich liebe. Schönen Dank, Papa. Ach, Susanne. Ich mag Carla wirklich. Und was viel wichtiger ist, ich sehe ja, wie gut sie dir tut, aber heiraten, eine Ehe führen mit einer Frau, tut mir leid, also bitte verlang meinen Segen nicht, den könnte ich dir nicht geben. Und weißt du, was mich am meisten aufregt? Seine selbstherrliche Gewissheit. Da kommt nicht ein, Susanne, könnte es sein, dass... Nee, nee, mein Herr Vater kennt mich besser als ich selbst. Jetzt beruhige dich erstmal.
Komm. Danke. Und ich hatte wirklich geglaubt, er akzeptiert mich endlich so, wie ich bin. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so bei uns denkt. Wie kann er sich eigentlich so sicher sein? Hat er irgendwelche Argumente? Was weiß ich. Carla, da ist nichts dran, das musst du mir glauben. Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Als ich mich in dich verliebt habe, das war überwältigend. Das war, als hätte jemand plötzlich alle Lichter angemacht. Alles strahlte auf einmal. Da habe ich überhaupt erst gemerkt, dass ich die meiste Zeit in meinem Leben im Dunkeln gesessen habe. Das war sehr süß, was du gerade gesagt hast. Du kannst deine Meinung sowieso nicht ändern, also denk einfach nicht mehr dran. Leichter gesagt. Ich weiß, wie eine Meinung des eigenen Vaters beeinflussen kann. Beeinflussen? So ein Quatsch. Vertrau auf dein Gefühl. Okay? Nee, danke. Ja, da bin ich wohl mit meinen Ablenkungsversuchen kläglich gescheitert. Es tut mir leid. Mein Vater geht mir nicht aus dem Kopf. Ich glaube, ich weiß was, was dich vielleicht auf andere Gedanken bringt. Ich muss dir was sagen. Das heißt, ich will dir was sagen. Schieß los. Ja, wir müssen ja jetzt noch so einiges planen. Die Hochzeit, die Flitterwochen. Moment mal. Eher das Flitterwochenende. Zu mir reicht die Zeit nicht, bevor du deinen neuen Job in New York antrittst. Darum geht's ja auch. Ich will nicht so hektisch in meine Ehe starten und ich will, dass wir uns Zeit füreinander nehmen. Schön wär's. Jetzt lass mich doch erst mal ausreden. Ich möchte die Flitterwochen, und ich betone, Flitterwochen, mit dir genießen. Und deshalb habe ich New York abgesagt. Das was? Ja. Die sollen die Hopper-Auktion ohne mich vorbereiten. Ich will bei dir sein. Das hast du für mich getan? Ja. Du weißt, wie viel mir das bedeutet. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.